Bezugsfertig. Erste Mieter ziehen ins neue Quartier. Es ist soweit. Die neuen barrierefreien Wohnungen in der Bertolt-Brecht-Straße des Regensteiner Wohngebietes können von der Blankenburger Wohnungsgesellschaft den künftigen Mietern übergeben werden. Dieses Projekt hat eine Vorgeschichte. Am 13. Dezember 2019 wurde der alte Plattenbau durch eine Gasflaschenexplosion in einer Wohnung stark in Mitleidenschaft gezogen. Statiker stellten fest, dass 3 der 4 jeweils 5-geschossigen Eingänge nicht mehr bewohnt werden können. Betroffen waren 42 Wohnungen. Da der Leerstand im Neubaugebiet Regenstein relativ groß war, entschloss sich die Wohnungsgesellschaft zu einem Abriss, der im August 2020 begann. Der Spatenstich für den kleinen angrenzenden Neubau, der sich architektonisch gut in das Wohnensemble einfügt, erfolgte im November 2022. Wir haben aus der Not eine Tugend gemacht und bauen einfach mal was Neues, was Modernes, funktionstechnisch sehr Gutes hierher und kombinieren das einfach mit einer tollen Pflege, mit einem Pflegeangebot. Der gemeinnützige Verein für Sozialeinrichtungen Blankenburg, GVS, wird die unteren separat zugänglichen Räume nutzen. Ab Mitte Mai soll mit dem Umzug begonnen werden. Ein geräumiger Empfangsbereich, 3 Büroräume, behindertengerechte Toiletten sowie ein großer Saal mit Terrasse, der für Veranstaltungen und Familienfeiern vermietet werden kann, stehen hier zur Verfügung. Die Decken haben eine Schalldämmung. Auch die bereits von dem GVS betriebene Beratungs- und Begegnungsstätte nebenan, aus der Käthe-Kollwitz-Straße, wird dann hier einziehen. In den oberen Etagen befinden sich 6 barrierefreie Wohnungen mit einer Fläche von jeweils 77 Quadratmetern, die über einen Aufzug oder über ein großes Treppenhaus zu erreichen sind. 2 Wohnungen mit einer Kaltmiete von 10 Euro je Quadratmeter sind bereits vermietet. Der Neubau bedeutet auch eine qualitative Aufwertung für das Quartier Regenstein. Wir haben hier ganz in der Nähe auch unsere neue Schule und das sind, glaube ich, heute ganz wichtige Abschnitte in der Entwicklung für das Quartier Regenstein. Wir haben hier eine starke, engagierte Bürgerschaft und ich freue mich, dass wir mit der Wohnungsgesellschaft und dem GVS, der hier als Mieter ist, jetzt auch ein Stück zurückgeben können. Auch der Spielplatz ist hier gleich in der Nähe, das heißt, hier ist immer Bewegung an dieser Stelle. Und ich lade alle herzlich ein, wenn dann hier der Tag der offenen Tür beim GVS ist, dass wir dann gemeinsam das Quartier ja, in Augenschein nehmen und zeigen, dass es sich hier im Regenstein und in Blankenburg richtig gut leben lässt. Vom obersten Stockwerk haben die Mieter vom Balkon aus sogar einen Blick aufs Schloss. Die Wohnungen besitzen eine große offene Wohnküche, eine Abstellkammer, ein geräumiges barrierefreies Badezimmer sowie ein Schlafzimmer. Sie verfügen über eine Fußbodenheizung, eine automatische Belüftung und über elektrische Jalousien an Fenstern und Markisen an den Balkonen. Ja, also wir haben gleich moderne Technologien verwendet. Auf dem Dach befindet sich eine Solarthermieanlage, die hier das warme Wasser erzeugt und auch ein bisschen die Wärme unterstützt. Sollte das nicht reichen, dann zapfen wir die Fernwärmestation in der Nummer 4 an, hier im Nachbargebäude. Und darüber hinaus haben wir vor, auf dem Block Nummer 5 und 6 eine PV-Anlage über die Stadtwerke Blankenburg errichten zu lassen. Und der Strom, der da erzeugt wird, der soll verkauft werden an die Mieter hier in diesem Gebäude sowie im Nachbargebäude. Ich will aber auch sagen, dass natürlich das Schöne hier am Quartier Regenstein ist, dass wir neben den energetischen Fragen des Gebäudes natürlich auch viel Grün haben. Und das macht eine Lebensqualität letztlich aus und auch eine Entscheidung, wo will ich in Zukunft wohnen. Die Wohnungen und der Bereich für den GVS sind bereits bezugsfertig. In den kommenden Wochen werden noch die Pflasterarbeiten für Terrasse und Parkplatz sowie die Neugestaltung der Grünflächen erfolgen.